Herzlich willkommen im Podcast Fotografie pur. Das ist Ihr Podcast natürlich für die Fotografie, aber im Wesentlichen natürlich auch für die Kreativität und für das persönliche Weiterkommen in der Fotografie. Ich werde in diesem Podcast nicht sehr viel über Technik sprechen und mehr darüber, wie man sich persönlich eben weiterentwickelt, wie man Kreativität entwickelt, wie man sich in seinem Business weiterentwickelt und viele andere Themen. Und ich bin so ein bisschen jetzt auf den Trichter gekommen, oder ich möchte für die Zukunft mich so ein bisschen festbeißen an diesem Kreativitätsbegriff, an diesem zeitgenössische Fotografie neue Wege gehen. Das wird nicht ausschließlich das Thema sein, aber es wird über längere Zeit immer wieder auftauchen. Und ich möchte in diesem Zusammenhang eben auch Interviews und Gespräche führen mit Leuten, die sich mit diesem Thema beschäftigen, die dazu was zu sagen haben. Da bin ich jetzt gerade am Suchen und am Schauen, wer ist da interessant, weil ich denke, da ist noch am meisten Bedarf. Ich merke das immer wieder auch bei Coachings, was die Leute oft interessiert, ist eben auch, wie komme ich raus aus meiner Blase, wie komme ich raus aus meinem klischeehaften, vielleicht immer wieder gleichen Fotografieren und wie kann ich neue Wege gehen, wie kann ich mich selber weiterentwickeln. Und das ist eben nicht so einfach. Und da müssen wir drüber sprechen und das werden wir in diesem Podcast in Zukunft tun. Heute stelle ich einfach mal Fragen. Ich stelle Fragen in den Raum, die wir dann eben im Laufe der Zeit beantworten wollen und werden. Und viele Fragen sind vielleicht auch nicht so einfach zu beantworten. Vielleicht sind viele Fragen auch verknüpft an Bedingungen, wer, wann, wie. Und genau das wollen wir ausdiskutieren. Und ich werde heute mal diese Fragen stellen. Und Sie können sich schon mal Gedanken machen und vielleicht auch mal in die Kommentare, besonders wenn Sie auch jetzt diesen Podcast auf YouTube mitverfolgen. Da ist es ja sehr einfach, in den Kommentaren was zu schreiben. Ich freue mich drauf, wie Sie darüber denken und was Ihre Ideen, Wünsche und Fragen dazu sind. Wenn man in der Kreativität weiterkommen möchte, wenn man seine Fotografie zeitgenössischer, künstlerischer, interessanter gestalten will, dann muss es ja nicht heißen, dass man sofort zum Künstler, vom Dienstleister zum Künstler wird. Sie müssten sich vielleicht zu Beginn erstmal die Frage stellen, will ich Dienstleister bleiben, der das reproduziert, was Dienstleister schon immer reproduziert haben? Ja, das kennen wir alle in der Hochzeitsporträt, Businessfotografie. Die meisten Kunden möchten das, was es schon immer gab, in der guten Qualität. Aber viel Kreativität oder neue Ideen sind da nicht so sehr gefragt, obwohl es Ausnahmen gibt. Es gibt Fotografen, die in diesen Bereichen extrem eigene Ansätze haben, extrem kreative Ansätze haben und trotzdem erfolgreich sind. Und das sollte einem vielleicht dazu inspirieren, auch mal drüber nachzudenken. Das nur so vorweg und jetzt beginnen wir mit unseren Fragen. Die erste und vielleicht Fragen aller Fragen überhaupt ist die, kann man das Rad neu erfinden? Die Frage stellt sich ja, wenn ich jetzt was Neues machen will, Kreatives in der Fotografie, gibt es überhaupt noch was Neues? Ich meine, jeder hat schon irgendwie alles fotografiert, jeder fotografiert und wenn es nur mit dem Smartphone ist, gibt es überhaupt noch was, was man da neu machen kann? Und das ist eine durchaus berechtigte Frage. Ich denke aber, wenn man länger drüber nachdenkt, man muss nicht das Rad neu erfinden, um etwas Neues zu erfinden. Und das sind die Aspekte, auf die wir jetzt auch gleich kommen mit den weiteren Fragen. Also eine ganz wichtige Frage, ist es überhaupt möglich, was Neues, Kreatives, bisher Ungesehenes zu erschaffen in der Fotografie? Gute Frage. Eine Frage, die sich vielleicht auch gleich zu Anfang stellt, ist denn Kreativität oder künstlerische Fähigkeit angeboren? Ist es in den Genen? Ist es eine göttliche Eingebung? Oder kann ich das lernen oder üben? Auch da wird es vielleicht nicht unbedingt sofort eine eindeutige Antwort geben. Aber darüber müssen wir einfach auch sprechen mit Leuten, die da drin schon etwas Erfahrung haben oder auch selber reingewachsen sind und vielleicht davon erzählen können, wie es bei ihnen war und ob sie einfach, ja, ob sie da drin, ob sie geboren wurden mit einer Kamera in der Hand und gleich Kunst gemacht haben. Ein Thema, das ich schon mehrmals auch in diesem Podcast besprochen habe, mit dem ich aber etwas tiefer gehen möchte, das ist das Thema Dekonstruktion, Konstruktion. Wenn wir etwas Neues gestalten, dann ist eine Möglichkeit, also eine technische Fähigkeit dazu, die, dass man alles, was bisher da war, kennt oder das meiste oder das Wichtigste kennt, die aber das Ganze dann, also diese Gestaltungsmöglichkeiten, die Bilderwelten in ihre Einzelteile zerlegt und neu zu neuen Ideen und neuen
Bilderwelten zusammensetzt. Das ist eben das Thema Dekonstruieren, also auseinandernehmen, und Konstruktion, also zusammenbauen. Das ist ein sehr schönes Werkzeug und auch darüber müssen wir sprechen, ob das zu neuer Kreativität und neuen Ideen führen kann. Wenn Sie nun einen eigenen Weg eingeschlagen haben und eigene Bilderwelten erschaffen, dann stellen sich wahrscheinlich viele die Frage, bin ich denn überhaupt auf dem richtigen Weg oder ist das, was ich da mache, irgendwie Bullshit oder machen das andere auch und bin ich da der Einzige und ist das überhaupt sinnvoll? Das ist eine berechtigte Frage und ich glaube, die meisten werden sich diese Frage irgendwann mal stellen, weil zu Beginn, wenn man etwas Neues oder Kreatives macht, bekommt man nicht immer nur Beifall, weil die meisten Menschen verstehen es nicht und lehnen dann auch erstmal ab, was sie nicht verstehen. Und das lässt einen zweifeln. Und auch darüber will ich sprechen. Und auch das ist ein Thema, was, glaube ich, jeden angeht, der eben eigene Ideen hat. Ein weiteres Tool, das im Raum steht, ist eben der Zusammenhang mit der Kreativität und dem Erkennen gesellschaftlicher Zusammenhänge. Kunst ist oft auch ein Spiegel der Gesellschaft. Die Gesellschaft entwickelt sich weiter. Wir haben neue Themen, die wir diskutieren. Ja, das ist Covid, das ist die Globalisierung, das ist die Erderwärmung, das ist der Müll, die Nachhaltigkeit und so weiter. Es gibt so viele Themen, die wir haben. Und auch da platziert sich Kunst natürlich immer. Und die Frage ist jetzt, muss ich das machen, um in aktueller Kreativität mitzuwirken, mitzugestalten, um Anerkennung zu bekommen? Oder hilft mir das oder will ich das oder kann ich das auch außen vor lassen? Gibt es moderne, zeitgenössische Ansätze in der Fotografie, die damit nichts zu tun haben? Gute Frage, muss diskutiert werden. Wenn Sie nun Ihren Weg so ein bisschen gefunden haben und auch gehen, dann stellt sich die Frage manchmal, brauche ich jetzt eine unerschütterliche Weltsicht, um das durchzuhalten? Was meine ich damit? Wenn ich etwas mache, was nicht jeder gut findet, weil es neu ist oder weil es eine sehr spezielle Art und Weise ist, an etwas heranzugehen, brauche ich diesen unerschütterlichen Glauben daran, dass ich alles richtig mache? Oder kann es auch sein, dass ich sage, ich gehe meinen kreativen Weg, aber ich bin sensitiv. Also ich schaue nach links, ich schaue nach rechts, ich nehme Aspekte auf, ich verändere meinen Weg vielleicht auch ein bisschen und ich bin da ja in meiner Kreativität auch ein bisschen flexibel und auch vor allen Dingen auch, ja, ich habe meine Sinne ausgefahren und schaue, dass ich das mit einbringe. Das sind zwei ganz unterschiedliche Ansätze, die wir auf jeden Fall besprechen müssen, weil sicherlich von jeder Charakter anders ist und da bestimmt verschiedene Lebenswege auch existieren. Eine Frage, die diskutiert werden muss, ist, was muss man machen oder was sind die Voraussetzungen überhaupt, um den eigenen Weg zu starten und was muss ich loslassen? Es ist ja oft so, dass man eingefahrene Klischees hat, man hat Gedanken, man hat seine Fotos immer so und so gemacht, man schwört auf den goldenen Schnitt und andere Techniken, die immer gut ankommen und wie starte ich jetzt meinen Weg und was lasse ich los und wie geht's weiter? Das ist sicher auch ein großes Thema, über das man auch in Coachings spricht, wo man auf die einzelne Person gut eingehen kann, aber ich werde versuchen, da auch in Gespräche zu kommen. Ein Thema, das ein bisschen kontrovers ist, aber das sicherlich auch im Raum steht, ist das, was ich mir oft stelle. Künstler, die auch Fotografen, die anerkannt sind, die Erfolg haben, die gebucht werden, sind das immer die besseren Künstler oder sind das die Menschen mit den besseren Kontakten? Ich vermute mal, in vielen Fällen ist es Zweiteres, aber ich lasse mich gern von etwas anderem überzeugen. Und sicher gibt es eben auch verschiedene Fotografen mit verschiedenen Wegen zu ihrem Erfolg. Alles in allem kann man natürlich auch fragen, ist die Fotografie vielleicht sogar am Ende? Ist es überhaupt sinnlos, diesen Weg zu gehen? Jeder fotografiert und sei es mit dem Smartphone, jeder hat einen Instagram-Account gefühlt, jeder natürlich. Brauchen wir überhaupt noch Spezialisten, Profis, Künstler, die sich damit beschäftigen? Ich denke ja, aber vielleicht gibt es auch andere Ansichten. Und wie wirkt sich eben dieser Übergang der Fotografie in das allgemeine Gestalten, in das allgemeine Nutzen fotografischer Techniken, wie wirkt sich das auf Kunst und auf Kreativität aus? Das ist eben was unbedingt besprochen werden muss. Ein Thema, das ich auch für sehr wichtig halte, ist das Thema Storytelling. Storytelling ist in aller Munde, aber niemand weiß so richtig, was damit gemeint ist.
Das ist auch so eine Sache, die im Coaching ganz oft besprochen und auch geübt wird. Ich stelle aber die Frage, unterscheidet sich Storytelling oder bildet Storytelling eine zweite Ebene über meiner Fotografie? Das heißt, wenn ich jetzt etwas gestalte, sei es ein Einzelbild oder eine Serie, ist das bereits Storytelling, wenn ich eine Serie habe, oder ist das Storytelling nochmal obendrauf gesetzt? Also ergänzt das Storytelling meine Arbeit oder erklärt es meine Arbeit oder ist es ein Teil meiner Arbeit? Und da müssen wir drüber sprechen, inwieweit die beiden sich beeinflussen oder auch sich ergänzen können. Vielleicht etwas komplex, aber ich denke, so ganz grob haben Sie verstanden, was ich meine. Ein Thema, das unheimlich wichtig ist und das ich auf jeden Fall besprechen möchte und muss, ist ganz einfach das, ist das Thema Konformität und Selbstzensur. Ich denke, das ist ein ganz schlimmes Thema, was wir zurzeit durchmachen. Durch die Macht der sozialen Medien und auch Gesetzgebungen wie das Datenschutzgesetz, was ja alles da seine Vorteile hat, sind viele Künstler und Kreative sehr stark verunsichert. Was dürfen sie, was können sie? Denken wir an die Streetfotografie. Und vor allen Dingen die Selbstzensur, dass Fotografen oder andere Künstler sich schon selbst einschränken, um keine Probleme zu bekommen, das halte ich für sehr bedenklich. Und auch da müssen wir darüber sprechen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, vor allen Dingen dann, wenn das Ganze weiter ausartet. Man muss vielleicht mutiger werden und sich dem Ganzen auch entgegenstellen. Ist meine Meinung. Wir können es diskutieren. Vielleicht haben Sie eine andere Meinung. Die vorletzte Frage ist, brauche ich kreative Anerkennung, um weiterzumachen? Das ist natürlich eine sehr persönliche Frage. Jeder wird das anders sehen. Aber ich denke, man muss sich ein bisschen davon lossagen. Ich will das nur mal ganz kurz so erklären. Wenn ich eine Ausstellung mache und alle finden das nett, was ich dort hängen habe, dann denke ich, habe ich es nicht erreicht, mein Ziel. Oder dann bin ich zu durchschnittlich. Eine Ausstellung oder eine Publikation ist vielleicht dann richtig gut, wenn die eine Hälfte es hasst und die andere Hälfte es feiert. Weil dann haben sie wirklich auch eine Aussage gemacht. Das ist so das Thema, Überbegriff. Ist das richtig? Ist das falsch? Wer sieht das genauso? Wir müssen drüber sprechen. Und das letzte Thema, Minimalismus, zumindest was mir jetzt einfällt, es kommen sicher noch Themen dazu. Minimalismus, ich schwöre ja drauf zu sagen, wer wirklich Kunst machen will, der muss von der Technik weg. Technik weg heißt nicht keine Technik, sondern heißt die Technik, die man beherrscht, behalten und nicht immer wieder was Neues, sodass man sich möglichst wenig mit Technik auseinandersetzen muss, weil diese Technik raubt einem Energie und Zeit. Und um kreativ zu sein, das heißt nicht kreativ Objektive kaufen, sondern kreativ sich mit Inhalten beschäftigen. Thema muss sein, müssen wir ausdiskutieren. Schauen wir einfach mal, was passiert. Jetzt haben Sie so einen Überblick über ein paar dieser Fragen, die ich aufgeworfen habe, mal bekommen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir dazu was schreiben. Auf YouTube zum Beispiel, wenn Sie den Podcast auf YouTube sehen, kann man sehr leicht Kommentare schreiben. Sie können sich auch per E-Mail bei mir melden. Und ich suche natürlich auch Gesprächspartner, die so ein bisschen in dem Thema drin sind. Und werden mal sehen, was in Zukunft kommt und wie weit wir das Thema ausbauen können. Ein Tipp noch, wenn Sie Lust haben, mal zu sehen, was wir in letzter Zeit kreativ gemacht haben. Ich habe im Moment gerade ist das die neue Ausgabe, die fünfte Ausgabe des Real Life Magazin raus. Das ist das Magazin, das ich gestaltet habe, wo ich eben zu einem bestimmten Thema verschiedene fotografische Ideen ausformuliere. Also so ein bisschen eine Kreativübung. Dieses Mal das Thema Fetisch, 270 Seiten. Das ist ein Online-Magazin, also noch nicht als Papier zu kaufen, aber kostenlos. Da können Sie meine, aber auch andere Arbeiten sehen. Texte, Lyriken, grafische Gestaltungen dazu. Vielleicht auch ganz anregend für Ihre eigene Art und Weise weiterzukommen. Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie mich. Ich stehe auch gerne für Coachings zur Verfügung. Wir sprechen auch gerne über Ihre Arbeiten oder über Ihren Weg dabei. Und ansonsten freue ich mich auf alle weiteren Folgen dieses Podcasts und freue mich natürlich auch, wenn Sie weiterhin dabei bleiben. Bis dahin aus dem X-Lab und der X-Lab Akademie, Rüdiger Schestag.